Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf dem George-Schrottplatz. Ja, und wir wollten uns ja noch Gedanken machen, was wir hier so noch reinbauen und ob wir das Geschützturmteil hier oben nicht wieder abbauen und dafür lieber eine Lampe dran schrauben. Dafür müssen wir uns aber dann erstmal ein bisschen skillen und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier sind wir doch relativ sicher, oder? Ja, wir gehen lieber nach oben ins Haus. Da sind wir noch ein bisschen sicherer, wenn keine Red Kakerlake kommt. Zack, in die Wanne. Ja, wie viele Punkte haben wir denn? Stufenaufstieg 3. Oh nein. Naja, egal. Skill-Paket öffnen? Ja, können wir ja mal machen. Wassermelone. Wir bekommen immer das Kaugummi. Wassermelone. Wiederverwerter Improvisationstalent. Ghoulisch. Schatzsucher. Schatzsucher? Mit nur einer Stufe drin? Boah, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Wir haben aber einen witzigen Witz. Was ist ein unverheirateter Vault-Aufseher? Unwiderstehlich. Nummer 59 war das. Ja, der muss wohl erst so ein bisschen sacken oder man muss ihn verstehen. Ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Hey, was haben wir denn? Wir haben doch gar nichts. Was wollten wir jetzt haben? Ich wollte eigentlich gar nicht. Ah, okay, wir kommen sofort in die Karten. Sollen wir uns die neuen Karten auch mal angucken? Damit wir uns das auch mal angeguckt haben, meine ich. Das war hier Ghoulisch vor allem. Oh, Schatzsucher war auch neu, aber den haben wir, glaube ich, schon mal. Oh, ist das klein geschrieben. Die Richtung eines Kronkorkenvorrats wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest. Ha, was habe ich gerade gesagt? Ist das klein geschrieben? Guckt mal hier bei Kannibale, wer kann das denn noch lesen? Wow. Okay, Ghoulisch ist neu. Durch Strahlung regenerierst du verlorene Gesundheit. Na gut. Hydrocams ist, glaube ich, schon... Okay, kennen wir schon. Irgendwie ist da nicht wirklich was Neues dabei. Hier ist es, das wollten wir. Verteidiger. Ach, das sind alle Karten, die wir haben. Und dann können wir Verteidiger nach oben geben oder ausrüsten. Q-Skill wählen. Wir gucken nochmal durch. Verteidiger nehmen wir. Ach, das war's dann schon. Ja, die anderen, die kennen wir alle. Verteidiger also, ja, nehmen wir mal rein. Ein Rang. Nicht genügend verfügbare Punkte. Ah, das ist Agility, ja? Sehe ich das richtig? Oder ist das Perception? Ah ja, okay, Skill wählen. Ja, Verteidiger ist das, meine ich. Du kannst bessere Fallen herstellen und entschärfen. Sowie bessere Geschütztürme herstellen. Baupläne sind dafür erforderlich. Ach, haben wir gar nicht die Baupläne, oder? Doch. Das eine, das hat kein Schloss dran. Irgendwie haben wir den schon.
Können wir sogar verbessern auf Stufe 2. Brauchen wir im Moment nicht. Wo ist? Oh ja, das hätten wir gerne. Was ist mit Action Girl? Haben wir auf 3. Was ist denn leichtes Gepäck? Wieso haben wir denn... Moment. Ah, das hier ist immer noch eine Sache, die brauchen wir gar nicht. Du verbrauchst beim Sprinten 20% weniger Aktionspunkte. Und das hier brauchen wir eigentlich auch nicht, leichtes Gepäck. Haben wir da bessere? Action Girl nochmal? Nee, das können wir ja nur einmal nehmen. Ach, egal. Denn, was war das gerade? Was sagte ich? Leichtes Gepäck? Deine Pistolen wiegen 25% weniger. Wir haben ja nur eine Pistole dabei. Das spielt also keine Musik eigentlich. Action Girl ist schon interessanter, das haben wir ja schon voll. Was haben wir denn bloß? Wir haben doch nichts. Ja, bei Glück ist jetzt aber auch nicht wirklich was, was uns noch interessiert. Ja. Ich verstehe das nicht. Aber es wird auch nichts abgezogen, oder? Gut genährt. Eigentlich sind wir bestens gelaunt. Und gut genährt. Keine Ahnung. Gepolsterte blaue Jacke, ja. Mal gucken, wie laut so ein Ding ist. Und wo bringen wir das an am besten? Über der Tür zum Beispiel. Oh, wie unschön. So haben wir das aber nicht gesetzt. Geht anders nicht. Nee, lässt sich so nicht. Okay. Komm schon. Nicht höher, geht nicht. Ach. Warum? Das ist komisch. Überschneidung mit anderem Objekt. Das Kabel da oben, das ist auch was Neues gewesen jetzt.
Ernsthaft? Wie bitte? Aha. Und das leuchtet gar nicht. Wieso? Ach, die haben gar keine Energie hier. Warum nicht? Ja, stimmt. Die haben gar keine Energie. Warum nicht? Ha! Das ist hier noch gar nicht verbunden. Wie? Jetzt ist es verbunden. Naja, okay. Wenn einer durch die Tür will, dann wird es schon seinen Zweck erfüllen, denke ich. So, das nächste, was wir machen wollten, wir wollten mal gucken, was die günstigste Art ist, etwas herzustellen. Ich bin allerdings echt für die Bastelwerkstatt. Für die Bastelwerkbank, meine ich. So. Und für den Labortisch vielleicht. Kostet auch 3 Schrauben nur, der Labortisch. Na, 4 Schrauben? Haben wir nicht gerade gesagt, das kostet 5? 5 Zahnräder, da haben wir uns, glaube ich, verguckt. Nachher ärgern wir uns, wenn wir das aufbauen wollen und uns fehlen Schrauben oder so. Wenn wir was aufbauen wollen, müssen wir sowieso genug Schrauben immer haben. Ja, dann hau rein. Hauen wir rein, die beiden Dinger hier. Und wenn die andauernd kaputt gemacht wird, fährt die doch gar nicht. Die steht gut da, wo sie steht. Das ist nicht gut. Okay, die muss woanders hin. Geht nicht. Na schön.
Dann werden sie immer das Ding hier kaputt machen. Das ist auch nicht so gut. Schräg. Ja, also wenn sie rein wollen hier zu den... Ist ja egal, was die kaputt machen. Die Angreifer. Also wenn sie zu den Generatoren wollen, meine ich. Das geht auch nicht. Haben wir die falsch rum hingestellt? Ich glaube, wir haben die falsch rum stehen, oder? Ah, jetzt geht es. Ach so. Das ist vorne. Aha. Ja, das geht aber nicht. Verwerten geht, herstellen nicht. Okay. Passt. Blaupause und fertig. Ja, wobei mir jetzt gerade einfällt, liebe Welt da draußen, die Tür fehlt. Die Tür fehlt und mir fällt gerade ein, 50 kW, wir haben doch gesagt, wir wollen so ein Ding bauen, das wir dann kombinieren. Also da können wir dann 2-3 Stück davon hinstellen. Aha, ja. Hatte ich so gedacht. Ja, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber eine Tür können wir dran machen, dann ist das wirklich komplett fertig. Und ich hätte gerne so eine Tür. Was haben wir denn eigentlich bekommen als Belohnung letztens? Was gab es denn für einen Bauplan? Die Holzkiste, Holzhocker, Fußabtreter haben wir schon. Fallensteller, Bürosofas. Nein. Lagerhausset, nein. Metallkiste vielleicht. Metallkiste. Gut, dann sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.